Über 2000 Pilger sind seit gestern unterwegs. Das ist die größte Wallfahrt des Erzbistums Kölns. Was bedeutet es Ihnen, dabei zu sein? Ja, ich bin natürlich gerne mit jungen Leuten zusammen und finde das toll, dass über 2000 Ministranten sich aus unserem Erzbistum aufgemacht haben, um hier nach Rom zu pilgern. Ich finde, das ist wichtig, dass die spüren und merken, wir sind nicht allein. Wir sind eine große Gruppe von Leuten, die sich für den Glauben und für Kirche interessieren. Und da muss natürlich auch der Bischof dann da sein. Hier bei der Eröffnungsmesse ist ja quasi die Zukunft der Kirche in der Lateranbasilika. Junge Menschen, die sich ehrenamtlich in der Kirche engagieren. Was möchten Sie denen mitgeben? Ja, wie gesagt, zunächst einmal, dass die selber erfahren, dass es schön ist, Kirche zu sein, dass sie nicht alleine sind, dass sie eine große Gruppe von Menschen sind und dass es sich auf jeden Fall lohnt, als Christ zu leben und dass man also nicht irgendwie der Letzte der Mohikaner ist, sondern dass auch eine große Gemeinschaft von Leuten aus allen Nationen sind, die ja hier in Rom, also dass sie spüren, dass sie ein Teil dieser Kirche sind und dass es sich lohnt, als Christ zu leben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Eine Wallfahrt in einem jungen Alter, wie kann das den Glauben festigen? Das Motto heißt ja auch felsenfest. Ja, ich glaube, dass in diesen Tagen sehr viele Gespräche stattfinden. Ich habe schon gehört, jetzt allein in der Nacht, in den Bussen und in den Zügen, hat man viel miteinander gesprochen. Man teilt das Leben, man teilt den Glauben, wir feiern ihn. Wenn wir zusammen die Messe feiern, das stärkt den eigenen Glauben. Und ich denke, dass die jungen Leute geprägt von den Ereignissen dieser Tage zurückkehren und dass viele sicherlich von dem, was sie hier erfahren haben und erlebt haben, dass sie lange davon zehren und leben werden.